Wissenschaft und Sprache der Bibel regnet es Staub und Sand ebenso maßlos vom Himmel wie Fleisch und Vögel. Die Bibel weiß auch, dass ein Stein schwer und Sand eine Last ist, das noch schwerer aber der Ärger wiege, den man den unverständigen Menschen habe. Und sie sagt auch, dass solche Unverständige ihre Häuser stets auf Sand bauten. Im ersten Buch der Könige steht freilich, dass Jahwe bei der Dummheit der Welt bestimmten Menschen noch Weisheit, sehr viel Verstand und ein umfassendes Wissen schenkte ihnen, wie Sand am Ufer des Meeres. Wir Professorinnen und Professoren der Christian-Albrechts-Universität sind nicht Jahwe. Und insofern können wir ihnen unser Wissen und unsere Erfahrung nicht einfach so schenken. Wissen muss sich jeder und jede von uns sterblichen Menschen selbst erarbeiten. Die Wege zur wissenschaftlichen Erkenntnis gleichen knietiefen Sandpisten, dass man sich gelegentlich schwere Stürme wünschte, die diesen Sand davon. Wir können Sie daher, sehr verehrte Gäste, heute Nacht nur teilhaben lassen an diesem vielfältigen Wissen, das uns zu diesem maßlosen Thema Sand eingefallen ist. Freilich hoffen wir, dass diese Teilhabe nicht nur flüchtige Spuren im Sand bei Ihnen hinterlassen möge, sondern Anreize dazu, die Sandkörner an Wissen, die Sie heute Nacht nach Hause nehmen werden, auf den für Sie spannenden Fachgebieten zu vermehren, um daraus mit anderen Ingredienzen noch beste Ziele in der Erkenntnis formen und brennen zu können. Wissenschaft, verehrte Gäste, ist dabei in Deutschland aus den Erfahrungen der NS-Diktatur. Durch das Grundgesetz garantierte Wissenschaft und Lehrfreiheit verpflichtet uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, vor Problemen gleich welcher Art den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Wir tragen damit aber auch die hohe Verantwortung, keinen Sand über die ethischen Grenzen unseres Wissens zu streuen. Und wir sind verpflichtet, unser Wissen zu veröffentlichen, den Studierenden unser Wissen zu lehren und die Graduierten in die unterschiedlichsten Methoden der Wissenschaften einzuführen. Jedenfalls unser Wissen in den Sand säen. Dürften und wollten nicht. Ich glaube, damit ist das anders. Die Professorinnen und Professoren der AStA und die Studierenden der CAU werden alle samt den vielen Helfern der Organisation sehr, sehr herzlich danken. Wollen Ihnen in den nächsten Stunden anhand eindrucksvoller Beispiele zeigen, wie Wissenschaft behilflich sein kann, Hürden zu überwinden und das Leben ein bisschen besser zu machen, sei es Kampf für einen umfassenderen Datenschutz oder die Entlarvung pathologischer Lücken. Wir alle wünschen Ihnen eine Bereicherung, Neugier und Freude bei Sand und die Nacht gehört Ihnen. Herzlichen Dank.